Hi meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal Wine and Crime. Mein Name ist Jessie und dass du auf dieses Video geklickt hast, freut mich sehr. Und wenn dir gefällt, was ich zu sagen habe, dann klick doch gerne den Subscribe-Button, lass mir einen Daumen nach oben da oder kommentier doch in der Comment-Section unten drunter, würde mich riesig freuen. Und jetzt laber ich nicht lange weiter und würde sagen, wir steppen in unseren nächsten Fall. Für heute habe ich mir den Fall der Anna Nicole Smith ausgesucht, einem Model aus den 90er Jahren und ihrem Leben, was aus vielen Aufs und Abs bestand und in einem tragischen und viel zu frühen Tod endete. Lasst uns ganz am Anfang beginnen. Anna Nicole Smith hieß mit bürgerlichem Namen Vicky Lynn Marshall und wurde am 28. November 1967 in Houston, Texas geboren. Ihre Mutter Virgie May Tabbas und ihr Vater Eugene Hogan waren noch sehr jung, als Anna geboren worden ist und heirateten zwar, trennten sich jedoch nach kurzer Zeit, denn Annas leiblicher Vater war wohl kriminell und ihre Mutter war angehende Polizistin, also war da die Konfrontation schon quasi vorprogrammiert. Und so trennten sie sich und Annas Mutter heiratete einen neuen Mann, als Anna 5 Jahre alt war. Anna bekam auch noch 4 weitere Geschwister dazu und es fiel Anna sehr, sehr schwer, die Aufmerksamkeit ihrer Mutter zu teilen. Sie war 5 Jahre lang Einzelkind gewesen und sie mochte es, die ganze Aufmerksamkeit auf sich zu haben. Und so fiel es ihr zunehmend schwerer, diese zu teilen. Und im Teenageralter begann Anna Nicole Smith dann auch zu rebellieren. Ihre Mutter Virgie schickte sie daraufhin zu ihrer Tante nach Mejia, Texas. Das ist eine Einöde, also am Ende dieser Welt und da gibt es halt auch gar nichts. Und Annas Mutter schickt sie dahin und möchte, dass sie dort ihre Highschool abschließt und halt auf einen besseren Weg kommt. Doch Anna wird ihre Highschool nicht abschließen. Sie geht zwar ein paar Monate dort in Mejia auf die Highschool, bricht diese jedoch ab und arbeitet dann bei Jim's Crispy and Fried Chicken. Und dort lernt sie den Koch Billy Smith kennen und lieben. Die beiden verlieben sich und sind auch noch sehr jung. Anna ist zu dem Zeitpunkt 16 und Billy ist 17 Jahre alt. Anna wird schwanger und die beiden heiraten. Anna wünschte sich schon immer eine Familie. Sie fühlte sich ungeliebt und sie hatte irgendwo nie so richtig ihren Platz. Die Ehe der beiden hält nicht sehr lange. Sie sind nur 2 Jahre verheiratet und Anna reicht dann die Scheidung ein und geht mit ihrem Sohn zurück nach Houston, Texas. In Houston zieht sie vorerst bei ihrer Mutter wieder ein und sie arbeitet bei Walmart als Kassiererin. Und jeden Tag, wenn sie zur Arbeit fährt, sieht sie diese großen Billboard-Reklamen und diese Reklamen reklamieren halt Stripclubs. Und sie sieht immer diese schönen Mädchen dort auf diesen Reklameschildern und eines Tages beschließt sie, dort um einen Job anzufragen. Als sie reingeht, ist es nicht das, was Anna so wirklich erwartet hatte. Sie hatte noch nie einen Stripclub von innen gesehen und sie sieht halt, dass die Mädchen sich dort ausziehen und tanzen und das ist ihr alles so ein bisschen zu viel und sie bewirbt sich dort als Kellnerin. Und sie beginnt den Job in diesem Stripclub als Kellnerin. Anna sieht jedoch, wie viel Geld die Mädchen jeden Abend mit nach Hause nehmen und sie selber verdient nur einen Bruchteil dessen und deswegen beschließt sie, eines Tages als Stripperin anzufangen. Sie tanzt dort in dem Stripclub unter den Namen Robin und Nikki. Anna ist eine großgewachsene Frau, doch sie ist sich immer sehr unsicher, was ihr Aussehen betrifft. Und so beschließt sie, sich Geld zur Seite zu legen, um sich die Brüste zu operieren. Nach einer Weile tut sie das auch und sie kommt sogar noch viel besser an. Annas Mutter bekommt jedoch Wind, dass Anna in einem Stripclub arbeitet und das passt ihr so gar nicht. Wie ich vorhin schon erwähnt habe, ist Annas Mutter Polizistin und so beschließt sie, eines Abends in diesen Stripclub zu gehen und den Manager zu sprechen. Und sie sagt zu diesem Manager, dass es sich bei dieser Tänzerin um ihre Tochter handelt und wenn er sie nicht augenblicklich aus diesem Club und von dieser Bühne runterholt, dass sie hier jeden Abend einmarschieren wird und ihm einfach die Hölle heiß machen wird.
Das will natürlich kein Barbesitzer und auch kein Stripclubbesitzer. Und so nimmt er Anna kurzerhand mit und bittet diese zu gehen. Lange Rede, kurzer Sinn, Annas Mutter hat das nie gefallen, doch Anna wird nicht aufhören mit dem Strippen. Und so arbeitet sie weiter. Und an einem Abend wird ein älterer Herr in diesen Gentleman's Club reingebracht. Er wird von einer Entourage an Bodyguards begleitet und in seinem Rollstuhl reingeschoben. Er zieht die Aufmerksamkeit auf sich und jedoch hat dieser ältere Herr nur Augen für Anna. Dieser ältere Herr ist J. Howard Marshall. J. Howard Marshall ist ein Ölmilliardär und er war schon zweimal verheiratet, mit der ersten Ehefrau 20 Jahre, es hat nicht funktioniert, und mit der zweiten Ehefrau dann 30 Jahre, bis sie dann an Alzheimer erkrankt ist und ihn nicht mehr wiedererkannt hat. Er war trotzdem bis an ihr Lebensende bei ihr, verlor sie dann leider auch. Er hatte eine Mistress gehabt in den letzten 10 Jahren des Lebens seiner Ehefrau. Wie gesagt, war die schon krank gewesen und hat ihren eigenen Mann auch nicht mehr erkannt. Jedoch hat er trotzdem mit dieser Mistress eine Abmachung gehabt, dass sie sich quasi auf freundschaftlicher Basis treffen, er sich um sie kümmert und keinerlei Sexualitäten ausgetauscht werden, da er seiner Frau trotzdem treu bleiben wollte. Und diese Mistress war auch ebenfalls mal Stripperin gewesen, bis zu dem Zeitpunkt, dass sie J. Howard Marshall kennenlernte und er legte ihr die Welt zu Füßen. Und diese starb dann leider unverhofft bei einem Facelifting. Und so war J. Howard Marshall am Boden zerstört und ziemlich traurig, als er an diesem Abend den Stripclub besucht, in dem Anna Nicole Smith arbeitet. Als er sie sieht, bittet er sie, für ihn zu tanzen. Und das tut sie auch. Und die beiden verbringen den ganzen Abend miteinander. J. Howard Marshall, der Ölmilliardär, ist hin und weg von Anna. Er ist sofort in sie verliebt und bittet sie, mit ihm zu kommen. Er legt auch ihr die Welt zu Füßen. Er bittet sie, aufzuhören mit dem Tanzen. Er kauft ihr ein Haus, Autos, Schmuck, Pelze und er macht ihr schon nach einer Woche einen Heiratsantrag. Diesen Heiratsantrag lehnt Anna vorerst ab, denn sie möchte nicht als Golddigger dastehen und vorerst sich ihre eigene Karriere aufbauen, denn Anna ist schon immer begeistert von Hollywood und vor allem von Marilyn Monroe. Sie sieht ihr auch ziemlich ähnlich und Marilyn Monroe ist Annas Idol. Anna lehnt also diesen Heiratsantrag von Howard Marshall ab. Er versorgt sie jedoch trotzdem und sie hat alles, was sie braucht. Sie hört auf mit dem Tanzen und sie hat sogar einen bestimmten Betrag pro Tag zur Verfügung. Manche munkeln, dass es sich bei der Summe um $25.000 pro Tag handelte. Annas Leben hatte sich um 360 Grad gewendet und alles schien wunderbar. Auch wurde ein Fotograf auf sie aufmerksam und er schickte ihre Fotos zum Playboy und auch der Playboy war von ihr angetan und Anna bekam ein Shooting und Anna wurde auch zum Playmate des Jahres gewählt. Mit ihrer Modelkarriere ging es bergauf und auch der Chef von der Modemarke Guess wurde auf Anna Nicole Smith aufmerksam, die damals noch Vicky hieß. Er machte Anna zu dem Gesicht von Guess und die beiden dachten sich auch einen Künstlernamen für Anna aus, nämlich Anna Nicole Smith. Anna wurde nun das Gesicht von der Modemarke Guess und auch H&M wurde auf sie aufmerksam und sie wurde ebenfalls für eine Unterwäschenkampagne von H&M gebucht. Anna war nicht das typische Model der 90er Jahre. Sie war groß, sie war schön, sie war aber auch ziemlich kurvig. In den 90er Jahren waren die Models ja alle skinny und size zero. Die sahen alle ziemlich abgemagert aus. Und Anna hat ihren Durchbruch geschafft, obwohl sie dieser Norm nicht entsprach. Und sie war eigentlich eines der ersten Plus-Size-Models, will ich gar nicht sagen, obwohl man sie wahrscheinlich in der Modebranche so nennen würde. Sie spielte auch in verschiedenen Hollywood-Filmen mit, wie zum Beispiel in Die nackte Kanone. Als nun Howard J. Marshall, der immer noch an ihrer Seite war,
und nun 89 Jahre alt war, bereits ihr einen weiteren Heiratsantrag machte, sagte sie nun schließlich ja. Und die beiden heirateten. Anna Nicole Smith war damals 26 Jahre und J. Howard Marshall eben 89 Jahre. Bei der Hochzeit war er auch im Rollstuhl sitzend und auch nicht in der Lage aufzustehen, leider. Und Anna kniete sich dann so zu ihm nieder und so gaben die beiden sich das Ja-Wort. J. Howard Marshall war vom Kopf her noch sehr fit. Doch sein Körper machte das Ganze nicht mehr mit. Und einige Zeit nach der Hochzeit wurde er sehr krank und musste auch ins Krankenhaus. Er überschrieb die Firma und sein komplettes Vermögen seinem Sohn Pierce über. Und er hatte nun die Macht über alles Geld seines Vaters. Und das Erste, was Pierce machte, war Anna Nicole Smith den Geldhahn zuzudrehen. Auch darf Anna ihren Mann nur 30 Minuten am Tag sehen und das auch nur in Begleitung von Bodyguards, also unter Aufsicht. J. Howard Marshall verstirbt und hinterlässt im Testament seiner Ehefrau Anna Nicole Smith nichts. Die beiden hatten wohl eine mündliche Abmachung, in welcher Howard seiner Ehefrau zusagte, dass auch nach seinem Tod für sie gesorgt sein werde. Doch es entfachte ein erbitterter Streit um das Erbe des verstorbenen Howard Marshall und dieses Erbe belief sich auf 1,6 Milliarden US-Dollar. Anna nahm sich einen Anwalt, nämlich Howard Stern, und dieser vertrat sie vor Gericht und dieser Prozess zog sich über Jahre. Im ersten Prozess bekam Anna 450 Millionen US-Dollar zugesprochen. Dieses Urteil wurde jedoch ein Jahr später wieder aufgehoben. Ein zweites Verfahren wurde eröffnet. In dem zweiten Verfahren wurden Anna dann 88 Millionen Dollar zugesprochen. Doch auch diese wurden ihr dann verwehrt, da das Urteil von einem anderen Richter revidiert worden ist. Und so ging Anna aus dieser Ehe mit nichts raus. Zu ihrem Anwalt Howard Stern hatte Anna auch eine Beziehung entwickelt. Also keine freundschaftliche, sie führten aber auch keine offizielle Beziehung, doch er zog bei ihr ein. Anna hatte immer irgendjemanden um sich und bei sich wohnend, seien es Nannies gewesen, Bodyguards gewesen oder eben Freunde, mit denen sie in Beziehungen war oder sie hatte lesbische Beziehungen, sie hatte heterosexuelle Beziehungen. Anna war immer auf der Suche nach Liebe und der, der ihr Liebe gab oder die, die ihr Liebe und Aufmerksamkeit gab, der hatte eben bei ihr freien Eintritt. Und so eine Art Beziehung führte sie eben auch zu ihrem Anwalt Howard Stern. Doch Annas Leben schien langsam bergab zu gehen. Anna nahm aufgrund von Migräneanfällen und auch, da sie sich so oft die Brüste hat vergrößern lassen, viele Medikamente. Starke, verschreibungspflichtige Medikamente. Anna war auch bekannt dafür, zu feiern und viel Alkohol zu trinken. Anna verfiel jedoch einer Medikamentensucht und auch einem nicht gesunden Alkoholmissbrauch. Freunde, die hätten sie unterstützen sollen, taten das nicht, jetzt zurückblickend. Und dieser Howard Stern entfernte sie auch mehr oder weniger von ihrer Familie. Seitdem Howard bei ihr eingezogen war, veränderte sich alles und ihr Zustand hatte sich auch zunehmend verschlechtert. Sie nahm sehr viel zu und bekam infolgedessen keine Jobs, denn ihr Aussehen war ja ihr Kapital. Howard kontrollierte alles und ihr Sohn zog dann auch von ihr aus und konnte das Ganze nicht mehr ertragen. Anfang der 2000er bekommt Anna dann jedoch ihre eigene TV-Show, The Anna Nicole Smith Show, und da kann man ihr quasi bei ihrem Absturz zusehen. Diese Show wird auch nach einem Jahr abgesetzt und Anna fällt danach in ein weiteres Loch. Doch in dieser schwierigen Zeit geht sie weiterhin feiern, trinkt viel zu viel und nimmt zu viele Tabletten. Sie lernt in dieser Zeit Larry Bickenhead kennen.
Larry Bickenhead ist auch ein Fotograf und die beiden verlieben sich und die beiden gehen auch offiziell eine Beziehung ein. Und kurze Zeit, nachdem die beiden zusammen sind, wird Anna Larry auch sagen, dass sie ein Kind von ihm erwartet. Larry bittet Anna, ihren Alkohol- und Tablettenkonsum einzustellen oder wenigstens zu verringern. Doch Anna nimmt das als Angriff und die beiden streiten sich und trennen sich darauf. Anna nimmt ihre Bodyguards, ihre Entourage und verlässt die USA, fliegt auf die Bahamas und bekommt dort am 7. September 2006 ihre wunderschöne Tochter Danielle Lynn. Anna Nicole Smith hatte sich schon immer eine Tochter gewünscht. Schon Jahre bevor sie Danielle Lynn geboren hatte, hat sie schon kleine Mädchenklamotten gekauft und nun schien ihr Traum endlich in Erfüllung zu gehen. Sie war überglücklich und auch ihr Sohn Daniel kam auf die Bahamas eingeflogen, um seine neugeborene Schwester zu begrüßen. Doch leider wird das erste und gleichzeitig das letzte Mal sein, dass Danielle Lynn ihren Bruder gesehen hat. Denn Daniel wird am Bett seiner Mutter im Krankenhaus sterben. Eine spätere Blutanalyse bei seiner Obduktion wird ergeben, dass Daniel an einem tödlichen Medikamentencocktail gestorben ist. Annas Welt bricht zusammen. Ihr erstgeborener Sohn, ihr Ein und Alles, ist in ihren Armen gestorben, an ihrem Bett. Und Anna ist zu gar nichts mehr in der Lage. Sie trinkt viel zu viel und missbraucht noch mehr Medikamente, als sie es zuvor getan hat. Sie ist todtraurig und als ihr Sohn dann in Nassau auf den Bahamas beerdigt wird, flippt sie völlig aus. Sie springt auf den Sarg ihres Sohnes und sie kann dort nur unter Sedierung wieder runtergeholt werden. Anna weint und Annas Welt ist für sie zusammengebrochen. Sie kann sich auch vorerst nicht auf ihre Tochter konzentrieren, die sie ja eigentlich so sehr braucht. Und mit Anna auf den Bahamas ist die ganze Zeit auch Howard Stern, ihr Leibarzt Sandeep Kapoor und ihre befreundete Psychiaterin Christine Arrow Savage. Ihr Leibarzt und ihre Psychiaterin verschreiben ihr die ganze Zeit starke Medikamente, starke Beruhigungsmittel und eigentlich sollten sie als Ärzte wissen, dass das ganz und gar nicht hilfreich ist. Anna schläft sehr viel, doch irgendwann rappelt sie sich aus ihrem Loch raus und beschließt, für ihre Tochter da zu sein. Und sie schmiedet Zukunftspläne. Und das Erste, was sie gerne tun möchte, ist, sich ein Boot zu kaufen. Howard Stern, ihr befreundeter Anwalt und Lover, findet auch ein Boot, welches in Fort Lauderdale, Florida ist. Sie beschließen, gemeinsam nach Florida zu reisen und Anna lässt Danielle Lynn, ihre Tochter, mit zwei Nannies auf den Bahamas zurück. Und bevor sie losfliegt, lässt sie sich eine Spritze geben. Eine Spritze mit einem Diätmittel und eine B12-Injektion. Schon auf dem Flug von den Bahamas nach Florida fängt Anna Nicole Smith sich zu beschweren und sie klagt über Schmerzen im Bein. Und das Bein rund um die Injektion war auch schon angeschwollen. Doch in Florida und im Hotel angekommen, ging es Anna immer schlechter. Sie bekam hohes Fieber, welches teilweise auf 41 Grad stieg. Ich meine, das ist lebensbedrohlich. Ihr Bein war angeschwollen, doch sie weigerte sich, ins Krankenhaus zu fahren. Und niemand ihrer Freunde zwang sie dazu oder rief den Krankenwagen. Sie legten sie in Eiswasser und ihre befreundeten Ärzte pumpten sie weiter mit Medikamenten voll, jetzt auch mit Antibiotika und Methadon. Doch Anna schlief nur noch, hörte auf zu essen und zu trinken, war am Ende kaum mehr ansprechbar und
als sie nun gar nicht mehr anzusprechen war, beschlossen sie leider viel zu spät, den Krankenwagen zu rufen. Am 8. Februar 2007 stirbt die 39-jährige Anna Nicole Smith auf dem Weg ins Krankenhaus. Der Obduktionsbericht ergibt eine tödliche Überdosis an Medikamenten. Ihr Leibarzt wird nicht angeklagt, jedoch ihre Psychiaterin und auch der Anwalt Howard Stern. Ihnen wird vorgeworfen, verschreibungspflichtige Medikamente Anna verabreicht zu haben. Und die Psychiaterin Christine Arasevich wird zu einem Jahr auf Bewährung verurteilt und der Anwalt Howard Stern ebenfalls. Nach dem Tod Annas wird sie beigesetzt neben ihrem Sohn in Nassau auf den Bahamas. Jetzt bleibt jedoch ihre Tochter Danielle Lynn zurück. Und es ist ja nicht ganz klar, wer der leibliche Vater Danielle Lynns ist. Und am 11. April wird dann durch eine DNA-Analyse festgestellt, dass Larry Bickenhead eben Danielle Lynns Vater ist und er das Sorgerecht für seine Tochter bekommt. Danielle Lynn wächst seitdem bei ihm auf und scheint ein glückliches Mädchen zu sein. Der Leibarzt Sandeep Kapoor wird nie angeklagt. Die Psychiaterin Christine Arasevich wird angeklagt und zu einem Jahr auf Bewährung verurteilt. Und auch Howard Stern wird zu einem Jahr auf Bewährung verurteilt. Sein Urteil wird jedoch später revidiert und er wird freigesprochen. Beiden wird vorgeworfen, dass sie Anna Nicole Smith verschreibungspflichtige Medikamente verabreicht haben, die auch nicht auf ihren Namen ausgestellt worden sind und eben somit auch an ihrem Tod Mitschuld haben. So, meine Lieben, das war's mit dem Fall. Jetzt noch ganz kurz meine Meinung. Ich bin sehr traurig darüber, denn es war eine so, so schöne Frau und mit so viel Glück auch. Ja, viele haben sie beschimpft, viele haben sich lustig über sie gemacht und klar, sie hat selber dazu beigetragen mit ihren Eskapaden im Fernsehen und auch mit ihrer Show und so weiter und so fort. Viele haben sie verurteilt dafür, dass sie diesen Milliardär geheiratet hat, aber ganz ehrlich, viele von euch und ich wahrscheinlich auch in so einer Situation, wer hätte das nicht getan? Sie hat ihm ja nichts Schlimmes getan und er war ja auch noch fit im Kopf, ne? Er hat, die ganzen Anträge gingen immer von ihm aus und sie hat ganz oft abgelehnt. Also man kann ihr da meiner Meinung nach keinen Vorwurf machen. Ja, ich denke, sie wurde von vielen Menschen ausgenutzt und auch in diese ganze Sucht gedrängt. Sie hatte viele Menschen um sich rum, die einfach nur bei ihr waren, wegen ihrem Geld und ihrem Namen, um was von ihr zu haben. Ja, und nicht aus Freundschaft oder Liebe, leider. Ich denke, Larry Bickenhead, der Vater von Danielle Lynn, hat sie wirklich geliebt. Man sieht auch in seinen Augen, dass es eine liebe Seele ist, meiner Meinung nach. Ich habe mir jetzt auch eine Doku angeguckt, wo Danielle Lynn mit ihrem Vater verschiedene Orte besucht, wie die Highschool von Anna Nicole Smith, und sie lernt auch die beste Freundin von damals, ihrer Mutter, kennen. Es war sehr, sehr traurig mit anzusehen und Danielle Lynn ist ihrer Mutter wie aus dem Gesicht geschnitten. Ein wunderschönes, süßes Mädchen und sie tut mir einfach nur leid, dass sie ohne Mutter aufgewachsen ist. Viele sagen jetzt, okay, mit so einer Mutter aufzuwachsen, ist ja auch nicht der Lottogewinn, aber ich glaube schon, dass Anna sich geändert hätte, wenn andere Leute um sie rum gewesen wären und wenn sie auch mit Larry zusammen geblieben wäre oder die beiden sich wiedergefunden hätten, dann denke ich, wäre das ganz gut ausgegangen. So, meine Lieben, kanntet ihr Anna Nicole Smith? Wie fandet ihr den Fall? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Danke fürs Zuschauen, meine Lieben. Und bis zum nächsten Mal. Lasst es euch gut gehen. Macht's gut. Ciao.